Hallöchen ihr Lieben, herzlich willkommen zu einem neuen Adventskalender-Unboxing hier bei mir auf meinem Kanal. Ich hoffe, dass es euch gut geht und dass ihr noch nicht genug von Adventskalendern habt, denn ich habe heute für euch den von euch gewünschten Molten Brown Adventskalender. Da habt ihr euch wirklich einen teuren Kalender gewünscht. Ich habe den auch noch nie gekauft, aber ich habe mir gedacht, come on, dieses Jahr, Nicole, bestellst du ihn mal. Ich finde die Sachen selbst immer ganz toll. Und den habe ich beim Hagelshop bestellt, da habe ich noch Rabatt bekommen. Da will ich euch gerade mal sagen, was der gekostet hat, was ich bezahlt habe dafür. Also, der kostet 191,25 normalerweise. Mit dem Code SAVE10 habe ich 172,12 € bezahlt. Genau, den packen wir jetzt hier mal gemeinsam aus. Und wenn ihr mit mir gemeinsam reinschauen wollt, dann wünsche ich euch ganz viel Spaß beim Zuschauen. Ich aber starte wie immer, falls ihr es noch nicht getan habt oder ihr sogar neu hier seid auf meinem Kanal. Ich würde mich riesig über ein Däumchen nach oben freuen und ihr dürft auch gerne kostenfrei meinen Kanal abonnieren. Die liebe Claudi vom Kanal Claudis Welt wird ihn auch für euch auspacken. Da könnt ihr euch eine zweite Meinung dazu holen, falls ihr an dem Kalender interessiert seid und ihr euch noch nicht sicher seid nach meinem Video, könnt ihr da gerne auch vorbeischauen. Der Kalender ist super luxuriös, der ist so schön und da war noch so eine braune Molten Brown Trage Papiertasche mit dabei, so richtig luxuriös. Und wunderschön, muss man ja ganz ehrlich sagen. Molten Brown, die haben ganz tolle, also ganz, ganz tolle Sachen. Hier ist noch so ein Aufkleber drauf. Guck mal, dann sieht das doch gerade viel schicker aus, wie edel das Ding ausschaut. Es ist super teuer, wie gesagt. Ich habe einen Rabattcode genutzt. Ich rechne euch das mal aus mit dem Rabattcode, was es kostet. 172,12 €, überlegt euch das mal, geteilt durch 24 Türchen, ich glaube, der hat 24, 7,17 € pro Türchen, super teuer, das ist wirklich einer der teuersten Kalender, die ich hier auspacke. So, wir machen auf, Molten Brown, ich bin ganz aufgeregt, sage ich euch ganz ehrlich, ich hoffe, hier sind wirklich schöne Dinge mit drin, der ist ganz toll gemacht, den kann man wiederverwenden. Einfach ein Luxusteil, ja. Also ich zeige euch ja günstige und auch hochpreisige Kalender und ich denke, da sollte für jeden was mit dabei sein. Falls da jemand bei euch ist, es scheint ja Interesse da zu sein, ihr habt mich ja auch gefragt, ob ich den auspacken kann, habe ich ihn dann für euch auch ausgepackt. Genau, und doch ein bisschen eigennützig. Also hier haben wir als erstes was drin. Und zwar, das ist so ein Ding, das könnte man an den Tannenbaum hängen. Das ist ein Duschgel. Und zwar ist das das Mandarin Spice Bade- und Duschgel, 75 ml, also eine recht große Größe, finde ich auch ganz gut, 75 ml. Und das riecht so fantastisch, Leute, das riecht ja nach Weihnachten pur. So, Mandarine, wie gesagt, und dann sowas Würziges mit dabei. Finde ich auf jeden Fall einen sehr schönen Duft. Am Ende blende ich euch dann nochmal ein, was hier alles drin war. Also Türchen Nummer 1 hat mir schon mal sehr gefallen. So, Türchen Nummer 2. Die haben auch Düfte hier drin, oder was? Hier ist diese Rose Dunes Duft drin in, ich glaube, das sind 10 ml, würde ich jetzt mal sagen. So einen auf jeden Fall zum Sprühen. Ich liebe diese Molten Brown Düfte und bis jetzt hatte ich immer nur welche für Männer irgendwo mit drin. Und ich glaube, der hier, das ist ein Rosenduft, also der riecht sehr edel. Sehr wuchtig ist der, meiner Meinung nach. Es ist ein sehr starker Duft, freue ich mich aber total drüber. Türchen Nummer 3. In der Nummer 3 haben wir, wow, guckt mal, wie luxuriös ist das eingepackt. Ach, wisst ihr was, hier kommt der Duft rein. Das ist aber blöd, das hätten die mal in ein Türchen machen sollen. Hier steckt man dieses Duftteil rein. Dann macht man diesen Deckel hier ab. Und dann kannst du, dass das schnappt mit Magnet zu. Das ist aber leider schon ein bisschen beschädigt hier an der Ecke. Ja, und dann kannst du das so einpacken, den Duft. Oh je, oh je, oh je. Das hätten sie mal in ein Türchen machen sollen, finde ich. Ich meine, das kostet wahrscheinlich extra auch, muss man extra kaufen bestimmt. Ja, also eine Hülle für ein Parfüm. Weiß ich nicht. Hätte ich jetzt nicht gebraucht. So, in der 4 haben wir nochmal einen Duft. Okay, dann bietet sich das vielleicht an. Wild Mind und Lavadin. Heißt hier der Duft. Den kenne ich jetzt auch nicht. Ich muss auch sprühen. Ich rieche wie eine Parfümerie. Ich habe vorhin schon einen Parfümerie-Adventskalender ausgepackt und habe da ein bisschen gesprüht. Das ist ein sehr aquatischer, frischer Duft. Der gefällt mir auch sehr gut.
Wie gesagt, Wild Mind und Lavadin. Ich finde toll, dass schon zwei Düfte drin sind. Damit habe ich nicht gerechnet. Ich habe mir den Inhalt nett angeguckt. So, Türchen Nummer 5. Haben wir hier am Ende eine Pflege drin. Vitamin Lip Safer von Molton Brown. Kenne ich auch nicht. Das ist also für die Lippen so ein Lippenbalsam. Mit Vitamin E, Kakaobutter und Carnauba-Wachs. Jo, das ist ganz cool. Sind 10 Milliliter. Auch nicht mit gerechnet. Dann kommen wir zu Türchen Nummer 6, dem Nikolaus. Und hier haben wir nochmal, oh, hier ist nochmal so ein schönes Ding drin, diese Duschteile. Hier haben wir die Sorte Vintage with Elderflower. Kenne ich auch nicht den Duft. Oh mein Gott, riecht das gut. Das riecht ja mega. Ganz schöner Duft, könnte ich mich gerade reinlegen. Also für die Badewanne kann man das ja auch nutzen. Also das ist Dusch- und Badegel. Ich würde es zum Baden benutzen. Das ist immer, hat man ein bisschen mehr von. 75 Milliliter. Ganz edel. Wirklich ganz, ganz edel. So, Türchen Nummer 7. Ich habe gesehen, man kann auch hier die Türchen alle rausnehmen. Dann habt ihr hier vielleicht auch so ein Regal, wo man dann Parfümminiaturen oder so reinstellen kann. Hier haben wir noch einen Duft drin in der 7. Boah. Krass, Recharge Black Pepper ist hier drin. Ich glaube, das war für Männer, oder? Dieses Black Pepper. Das weiß ich jetzt gar nicht. Das sind, glaube ich, alles Unisex-Düfte. Das riecht auch ganz gut, aber das riecht wirklich so würzig. Muss mal gucken, ob das mein Duft ist. Leute, das dritte Parfüm. Doch, das ist toll. Das muss auch für den Preis sein. Also, dass man hier wirklich auch Düfte mit dabei hat und nicht nur Duschgel und so. Türchen Nummer 8. Hier haben wir ein Duschgel. Das ist das Recharge Black Pepper eben als Duschgel. Also passend zu dem Duft ein Duschgel. Und das würde ich jetzt wirklich eher so ein bisschen als, ja, ist Unisex schon. Also ich würde es schon eher als männlich bezeichnen. Aber das sind auch 100 Milliliter. Das finde ich richtig gut. Ich hoffe, dass hier auch von so diesen Sorten, die ich sehr gerne mag, noch was drin ist. Türchen Nummer 9. In der 9, ja, das ist zum Beispiel was, was ich sehr mag. Heavenly Ginger Lily. Und das ist ein Kerosene an Badeöl. Oh, das hatte ich auch noch nie. Also keine Dusche, sondern ein Badeöl. Ja, diesen Ginger Lily Duft. Ich liebe den. Ich finde den so gut. Ich hoffe, der Duft hiervon ist da noch mit drin. Das hier sind 45 Milliliter. Heute Abend würde ich gerne mal baden gehen, aber ich habe heute keine Zeit zum Baden. Morgen Abend gehe ich mal schön baden und dann werde ich das vielleicht nutzen. In der 10 haben wir Heavenly Ginger Lily Handcreme drin. Oh mein Gott, ist das schön. Also, das ist eine Handcreme mit 40 Millilitern. Ich gerade mal aufmachen, die ist noch zu. Die lasse ich mal zu, aber die könnte mir persönlich, glaube ich, sehr gut gefallen. Schreibt mir mal gerne in die Kommentare. Seid ihr auch Molton Brown Fans von den Düften her? Also ich finde die schon gut. In der Nummer 11 haben wir den Heavenly. Nee, ich dachte gerade, das ist das Purifying Shampoo. Und das ist auch gut, Leute, das habe ich auch schon benutzt. Das habe ich mal in einem Hotel, also im Hotel war mal diese ganze Serie, stand da, wo ich mal in einem Zimmer war. Und da war alles und da habe ich auch meine Haare mitgewaschen und das war wirklich gut gewesen. Also 100 Milliliter Shampoo. Also man kann schon sagen, die haben eine sehr ausgezeichnete Qualität. Wie gesagt, ich bin nicht so das Luxus-Girl, aber ich freue mich natürlich darüber, wenn man sowas hier mit so einem Kalender relativ günstig bekommen kann. Ich weiß gar nicht, was der überhaupt für einen Gesamtwarenwert haben soll. Bei Douglas bekommt man den auch, aber der kostet, der, haltet euch fest, 265 Euro, also richtig teuer finde ich das, richtig teuer. Ich habe den schon wirklich günstig bekommen, deshalb. Aber hier steht kein, also hier steht nicht, was es kostet. So, hier haben wir jetzt auch Purifying Conditioner drin. Das ist dieser Indian Cress heißt der. Das riecht auch so gut, das riecht so, so gut. Also Shampoo und Conditioner, das war die Halbzeit. Schreibt mir gerne in die Kommentare, wie ihr den Kalender bisher findet. Ich bin sehr gespannt, was ihr sagt. So, die 13. In der 13 haben wir eine Handseife drin. Eine kleine zwar, aber es ist eine drin. Die hatte ich auch in dem Hotel damals, wo ich geschlafen habe. Da war das auch Orange und Bergamotte Handseife. Die ist zwar klein, 100 Milliliter, aber was ich cool finde, hier ist dieser Aufsatz mit drauf. Das heißt, das könnte man sich dann auch, also den Aufsatz hebe ich safe auf, danach in die, ins Shampoo, Conditioner oder ins Duschgel mit reinpacken. Das finde ich ganz toll, dass hier ein Aufsatz mal mit dabei ist. Der passt nämlich dann in die anderen Packungen auch rein. In der 14 haben wir nochmal eine Handcreme drin, Orange und Bergamotte, also passend.
Handcreme und Handseife. Das kann man sich dann auch so schön ins Bad stellen. Das ist schön. Also 40 Milliliter auch nochmal die Handcreme. Also ich denke schon, dass mir der Kalender bisher gefällt irgendwie. Also ich finde es schon schön. In der 15 haben wir ein Mini-Produkt drin und zwar ein Balancing Face Wash. Okay, haben die auch. African Whitewood. Oh, das riecht auch so gut. Also das ist ein Gesichtsreiniger eben. 30 Milliliter. Wir kommen zur 16. Hier ist nochmal ein Duft drin. Delicious Rhubarb Rose. Danke. Das ist ein Duft, den mag ich. Den finde ich richtig toll, diesen Rhubarb Rose. Den hätte ich auch gerne groß genommen. Ja, also der riecht ganz, ganz toll. Das riecht so schön. Und wenn ihr euch dann noch eingecremt habt hier mit und geduscht habt, damit, man riecht so lecker. Delicious Rhubarb Rose, 10 Milliliter. Mein Highlight hier drin, der Duft. Also dieser Duft an sich. Türchen Nummer 17. Ist hier auch nochmal Rhubarb Rose drin? Hm? Sunlit Clementine und Vetvier Duschgel. Kenne ich auch nicht, den Duft. Auch gut. Wisst ihr, ich kenne nur so die Düfte, die immer in den Beautyboxen mal so mit drin sind oder so. Ich habe noch nie direkt bei Molton Brown was bestellt, aber die Düfte sind alle richtig gut. Das hier sind auch 100 Milliliter. Sehr gut. Türchen Nummer 18. In der 18 ist noch ein Duft. Also hier sind ja richtig viele Düfte drin. Bis jetzt fünfter Duft schon. Oh nee, Leute, den hier, den gibt es nochmal als Duft hier drin. Diesen Sunlit Clementine. Oh, nein. Riecht auch so gut. So, so gut. Der ist ein bisschen, also fruchtig, frisch ist der, würde ich sagen. Zitrig, so ein bisschen. Also der riecht sehr, sehr gut. Sehr angenehm. Ich merke schon, ich finde das alles klasse hier, die Düfte. Nur den Preis darf man halt nicht vergessen. Türchen Nummer 19. Hier haben wir drin, das ist bestimmt eine Bodylotion. Ja, Sunlit and Clementine Vetvier Bodylotion. Bodylotion hatte ich auch schon mal von Molton Brown. Fand ich auch sehr gut, muss ich sagen. Ich habe mir mal so ein bisschen was genommen. So eine ganz leichte Lotion. Hier finde ich halt auch wieder, hätten Pumper mit dabei sein müssen. Weil das bekommt man so schlecht aus diesen Flaschen raus. Die muss man dann immer rumdrehen und dann sieht das nicht so schön aus, wenn dann so die letzten Reste drin sind. Aber riecht richtig gut. Richtig, richtig gut. Zieht ganz schön ein, pflegt die Haut wirklich sehr angenehm. Ja, kannst du nicht meckern. Türchen Nummer 20. In der 20 haben wir, oh, ein Hydrator. Ultra Light by G Hydrator. Fürs Gesicht, okay. 30 Milliliter, das finde ich auch gut. Also eine Gesichtscreme. Ich ehrlich sagen, habe ich ja auch noch nie getestet. Also das würde ich mir wahrscheinlich auch nie nachkaufen, weil man das wahrscheinlich nicht bezahlen kann. Türchen Nummer 21. So, in der 21, Leute, haben wir nochmal so eine schöne Weihnachtskugel drin. Also das ist wirklich wunderschön. Guckt euch das an, in einem Pink. Und hier haben wir die Sorte Fiery Pink Pepper drin. Ja, sehr cool. Diesmal ohne Glitzer. Kannst auch ganz schön beim Geschenk noch irgendwo mit reinmachen oder so. Wenn man jetzt sagt, okay, diese Sorte kenne ich schon, mag ich nicht so oder wie auch immer, kann man das schön verschenken. So, die 22. 22 hat drin nochmal eine Bodylotion und zwar die Fiery Pink Pepper als Bodylotion nochmal. Passend hier zu dem Duschbadegel nochmal. Sehr cool. Doch, finde ich gut. Türchen Nummer 23. Hier ist nochmal ein Duft drin. Bitte, bitte lass es einer sein. Coste, Zypress und Sea Fennel. Da kann ich mich nicht dran erinnern, wie der gerochen hat. Ich weiß es gerade nicht. Doch, der riecht auch gut. Der hat so, der hat irgendwas Würziges auch mit drin, aber der, also der ist frisch würzig, würde ich sagen, aber auch eher so ein Wellness-Duft. Der riecht wirklich nach einem Tag im Wellness-Center. Absolute Hammer, wie viele Düfte hier drin sind. Ich bin so begeistert davon. Muss ich ehrlich sagen, habe ich nicht mitgerechnet. So, jetzt kommt die 24. Was erwarte ich denn? Ich weiß es nicht. Ich mache es mal auf. Schaut mal, hier ist sogar eine Beschreibung. Ich glaube, das ist, nee, eine Kerze, oder? Die haben eine kleine Kerze hier reingemacht. Oh, weiß ich nicht. Ist das keine so schöne 24? Home Collection. Ja, ich weiß, die sind bestimmt teuer, die Kerzen, aber möchte ich eine Kerze haben? Ich hätte lieber was anderes. Die riecht aber auch fantastisch. Das ist die Coste Cypress Sea Fennel Kerze.
Also Leute, die riecht sehr gut, aber die ist sehr klein, 30 Gramm, aber ist okay. Also ich meine, eine Kerze, ich hätte die mittendrin irgendwo reingemacht und hätte dann irgendwas anderes in die 24 gepackt. Naja, egal, ich sag euch gleich mein Fazit dazu. Der Kalender ist ausgepackt. Ich rüttel immer noch mal, ob ich alles habe. Der sieht so geil aus. Also ich finde das Design mega hübsch. Ihr Lieben, das war der Molton Brown Adventskalender 2024. Luxus pur, wirklich Luxus in einer Kiste. Es ist Wahnsinn, was der kostet, wenn man überlegt, bei Douglas 225 Euro, richtig krasse Nummer. Es ist aber auch eine sehr luxuriöse, wirklich schöne Marke. Ich muss sagen, ich freue mich immer, wenn irgendwas in Boxen von dieser Marke drin ist. Also ich finde den Kalender sehr schön. Ich hatte den noch nie und ich kann sagen, dass ich mich über jedes einzelne Teil hier drin freue. Ich finde wirklich alles schön. Das Ding macht hier jetzt auch Sinn, weil man wirklich so viele unterschiedliche Düfte hier drin hat. Wir haben 1, 2, 3, 4, 5, 6 Parfums hier drin. Also 60 Milliliter Parfum. Das finde ich gut. Es ist halt auch nicht günstig. Wir haben Shampoo, Conditioner, Handseife, Handcreme, Bodylotion. Diese schönen Duschen hier drin. Handcreme, Gesichtspflege, Lippenpflege. Eine Kerze, es ist ein schöner Kalender. Also ich finde, es ist schon ein schöner Kalender, wenn man sich ihn leisten kann und wenn man Fan ist von Molton Brown und sagt, ich gönne mir den dieses Jahr. Also ich finde ihn sehr hübsch. Bin schon gespannt, was die Claudi dazu sagt. Ich glaube, sie hatte den, glaube ich, auch schon mal irgendwie gehabt. Ich weiß auch nicht, wie der sich jedes Jahr unterscheidet, muss ich auch ehrlich sagen. Ich bin da wirklich neu bei diesem Kalender. Dieses Jahr habe ich jetzt gedacht, weil der halt wirklich günstig war bei Hagelshop, dass ich ihn mal bestelle und wir gucken rein, weil ihr euch den ja auch gewünscht habt. Genau. Ich finde dieses Teil hier, das ist so schön hier, dieses mit dem Magnet. Ich verabschiede mich bei euch. Ich verlinke ihn euch vom Hagelshop oder von Lookfantastic, eins von beiden, je nachdem. Ich muss mal gucken, ob da mein Code bei Lookfantastic eventuell drauf gültig ist, weil die haben den auch. Verlinke ich ihn euch mal, da könnt ihr nachshoppen, falls ihr Lust habt. Ich würde sagen, lasst mir super gerne noch ein Däumchen nach oben da, abonniert meinen Kanal und bis zum nächsten Mal. Tschüssi! Baby, this year, it's just gonna be you and me. Christmas memories.